a tutti, ich bin Luisa Occhionero di Naperin, un Köchin des Restaurants Luisella in Mannheim in die Lange Rote Straße. Wir sind heute hier, um zusammen zu kochen. Ich freue mich, euch in meine Küche einzuladen und wir gehen gleich und kochen wir zusammen leckere und einfache Gerichte, die einfach super sind. Bis bald, gehen wir, ciao! Salve a tutti, heute vorbereiten wir die Cimi di Rape. Noch einmal die Cimi di Rape, weil wir haben diese Gemüse schon in ein anderes Video vorbereitet, aber in dem anderen Video haben wir die Cimi di Rape im Wasser gekocht. Heute werden wir die in ihre eigene Saft schmoren lassen, und zwar in eine Pfanne oder Topf. Noch einmal zeige ich euch, wie man die Cimi di Rape sauber macht. Es ist ein bisschen so, sagen wir, schwer, aber wenn man das gelernt hat, wird dann ganz einfach fallen. Sie sehen die so Blätter, die ziemlich zart sind. Die kleinen Blätter nehmen wir alles. Während diese ist eine sehr dickere Blatt. Und da könnt ihr sehen, der Stiel hat sehr viele Fasern. Deswegen können wir diese Teile nicht nehmen und essen. Sonst würden alle diese Fasern unter unsere Zähnen bei Kauen sein. Wir nehmen nur die Blätter und die Stiele, die wir praktisch essbar oder essbar sind. Dies ist eine ziemlich so dünne und zarte Blatt und Sie sehen, ohne Probleme schneide ich die mit den Händen und haben die keine Faser. Das ist die dünnere. Jetzt habe ich wieder eine dickere. Eigentlich meine Oma hatte nur diese schöne Brokkoli-Teil genommen, aber wenn wir nur das nehmen würden, würden wir sehr, sehr viel Abfall haben. Und ich versuche immer von einem Gemüse, das so viel wie möglich rauszunehmen. Ich mag jetzt nicht so viel Abfall, deswegen, obwohl man früher diese Blätter eigentlich weggeschmissen hätte, ich habe gefunden eine Methode, die man trotzdem essen kann, indem ich den Stiel so gut wie möglich entferne und die Faser, damit sind die auch so entfernt. Jetzt diese dicke Stiele, aufpassen, manchmal muss man ein bisschen schälen, manchmal ist so zart, das reicht nur eine tiefe Schnitt in den Stiel. Jetzt habe ich noch der restliche Stiel, was mache ich damit? Die dünnere Blätter wieder entfernen, die dicke nur die Blätter nehmen und nicht den Stiel. Und den Stung, was mache ich denn? Dann schäle ich richtig tief, damit die ganze Faser entfernt werden. Und dann kann ich, dann sagen wir, den Herz von diesem Stiel, von dieser Stung, kann ich dann noch verwenden. Ja, noch weitere Abfall. Wir werden am Ende sehen, wie viel Abfall haben wir. Sie sehen, noch einmal ein bisschen nah. Sie sehen, das Blatt, was ich nehme, hat keine Faser, der andere Teil geht als Abfall. Jetzt habe ich hier dicke und dünne, was nehme ich? Die zärtere Blätter entferne ich. Eigentlich diese muss ich jetzt nur ein bisschen schälen wieder, damit diese Faser entferne. Aber nicht komplett schälen, nur das Ende von dieser Stung. Und dann mache ich wieder tiefe Schnitte. Diese Schnitte brauche ich, damit dann bei Kochzeit haben wir eine ähnliche Kochzeit von das Ganze. Blätter wie Stunk. Sonst wäre der Stunk sehr dick und bräuchte theoretisch viel mehr Zeit im Vergleich mit den Blättern. Mache ich noch einmal einen Stunk sauber, entferne ich so viel wie möglich diese Faser, indem ich sehr tief schäle und dann schneide ich diese Stunk in kleinere Stücke, damit, wie gesagt, der Kochzeit ein bisschen ähnlich ist wie die Blätter. Sie sehen, wir haben schon ziemlich viel Abfall. Also Broccoletti klein, so diese Cimi di Rape. Und dann haben wir so, sagen wir, ein Drittel ist schon Abfall. Also manchmal ist auch die Hälfte, das hängt, wie diese Pflanze aussieht. Jetzt bei Waschen, sehr wichtig wie bei allen Gemüse. Wir waschen immer diese Gemüse in sehr, sehr viel Wasser. Sie können direkt in den Spülbecken, aber wenn Sie auch eine riesengroße Schüssel haben, können Sie auch eine Schüssel verwenden, so richtig voll mit Wasser. Sie sehen, ich mache richtig voll Wasser drin und mit meinen Händen in einer Art und Weise zart, nicht so mit sehr viel Kraft, versuche ich ein bisschen die Blätter zu berühren, damit auch die Erde, die an die Blätter daran ist, ein bisschen entfernt wird.
Aber immer mit meinen Händen bin ich sehr, sehr zart. Ich gehe nicht mit sehr, sehr viel Kraft. Sie sehen, das Wasser ist sehr trübe, dann Sie nehmen das raus. Und das ist wichtig, rausnehmen und dann das Wasser wegmachen. Das gleiche ist bei einer Schüssel. Auch immer so die Gemüse rausnehmen und nicht einfach die Schüssel wieder mit dem Wasser rausschütteln. Sonst würde die Erde wieder zurück an die Blätter kommen. Sie sehen, ich entferne immer von oben die Gemüse und wir haben auch in die Schüssel, in dieser Schüssel auch ein bisschen Schmutz, ein bisschen Erde. Wie oft wasche ich diese Gemüse? Also ich würde empfehlen, auf jeden Fall mindestens zweimal. Dann ist die Entscheidung selber. Sie können sehen, wenn das Wasser noch trüben ist und noch mit viel Erde am Ende so bleibt, so, dann können Sie die Gemüse noch einmal waschen. Sonst reicht zweimal. Also zweimal auf jeden Fall. Ich bewege, wie Sie sehen, mit meinen Händen ein bisschen so, wie würde ich irgendwas waschen, so berühren gegenseitig, aber nicht mit Kraft, weil die Blätter müssen nicht zerquetscht werden jetzt bei Waschen. Also die Gemüse sieht ganz toll aus, muss ich sagen. Also viele Blätter dabei, weil ich die nicht entfernt habe. Und jetzt gehen wir weiter beim Schmoren. Ich brauche entweder eine Pfanne oder einen größeren Topf. Sie sehen, ich habe den Knoblauch noch einmal kalt in den Olivenöl gegeben. Das mache ich immer. Fange ich an, kurz zu braten und dann gebe ich direkt die ganze Gemüse. Und dieses Mal werde ich auch ein bisschen leicht drücken, Sie sehen. Wir lassen die ganze Gemüse in diese Pfanne. Sieht aus sehr viel, aber am Ende durch den Schmoren werden wir ungefähr weniger als die Hälfte haben, weil die Gemüse komplett zusammenfallen werden. Nicht so stark wie bei Spinat, aber auch ziemlich also reduziert. Deswegen dann machen wir ein bisschen Salz. Und dann, nach dieser wenigen Salz, geben wir die Deckel, machen wir mit dem Deckel zu und lassen wir jetzt schmoren. Jetzt haben wir ungefähr 10-12 Minuten geschmort. Sie sehen, aber sind noch nicht so weit. Die Farbe ist noch lebendig, aber es wird dann später ein bisschen die Farbe verlieren, weil, wie gesagt, wir schmoren in ihrer eigenen Saft. Das heißt, im Gegenteil mit Kochen im Wasser wird dieses Gemüse dieses Mal etwas bitterer sein. Und jetzt haben wir die Gemüse komplett geschmort. Trotzdem bleibt ein knackiger Teil dabei, die Stiele. Die können wir rausnehmen jetzt von der Pfanne. Wenn man will, kann man auch diese restliche Flüssigkeit nehmen oder einfach nicht. Ich nehme immer sehr gerne die Flüssigkeit auch dazu. Und die Farbe ist nicht so intensiver wie bei den Chimidirape, wenn wir die Chimidirape kochen. Weil die schmoren ihre eigene Saft, aber dadurch behalten diese tolle, leichtere, bittere, nussige Geschmack. Und nach Geschmack geben wir auch ein bisschen Chili dabei. Sie können natürlich weglassen, wenn Sie nicht gerne die Chili essen. Aber wenn Sie Chili essen, können Sie ruhig noch dabei geben. Und voilà, sind die fertig. Als Beilage oder als Vorspeise. Buon appetito a tutti! Hat euch das Rezept gefallen? Wenn ja, dann sehen wir uns nächste Mal. A presto! Ciao!